Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 126. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns präzise zeigst, was Sünde ist und dass wir zu Jesus kommen können, damit er uns offenbart, was in unserem Leben nicht richtig ist. Wir möchten dich bitten, dass du auch heute an diesem Tag durch deinen Geist uns von Sünde überführst, damit wir sie dir geben können. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 3. Mose Kapitel 13. Es geht hier über den Aussatz, das Gesetz vom Aussatz. In Vers 12 heißt es: Wenn aber der Aussatz an der Haut ausbricht und der Aussatz bedeckt die ganze Haut des von der Aussatzplage Befallenen, vom Kopf bis zu den Füßen, würden auch die Augen des Priesters sehen und der Priester sieht, dass der Aussatz sein ganzes Fleisch bedeckt. So soll er den von der Aussatzplage Befallenen für rein erklären, weil er ganz weiß es geworden ist. Dann ist er rein. Eine ganz interessante Aussage. Ich muss ehrlich sagen, ich würde noch besser gern verstehen, um was es hier geht. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Man kann es mir schreiben, was dieser Vers bedeutet. Es gibt verschiedene Theorien, die dazu angebracht worden sind, aber vielleicht habt ihr auch eine interessante und gute Erklärung dazu. An dem Tag aber, dass sich rohes Fleisch an ihm zeigt, ist er unrein. Und wenn der Priester das rohe Fleisch sieht, soll er ihn für unrein erklären, denn das rohe Fleisch ist unrein, es ist Aussatz. Wenn sich das rohe Fleisch aber wieder verwandelt und weiß wird, so soll er zum Priester kommen und besieht ihn der Priester und findet, dass das Mahl weiß geworden ist, so soll der Priester den von der Aussatzplage Befallenen für rein erklären, denn er ist rein. Und wenn im Fleisch an der Haut ein Geschwür entsteht und wieder heilt, es bildet sich aber an der Stelle des Geschwürs ein weißes Hautmal oder ein weiß-rötlicher Fleck, so soll er sich dem Priester zeigen. Sieht aber der Priester, dass es tiefer liegend erscheint als die übrige Haut und dass sein Haar weiß geworden ist, so soll der Priester ihn für unrein erklären. Es ist die Aussatzplage, in dem Geschwür ist sie ausgebrochen. Sieht es der Priester an und siehe, es ist kein weißes Haar darin und es ist nicht tiefer liegend als die übrige Haut, sondern blasser, so soll der Priester ihn 7 Tage lang einschließen. Greift es weiter um sich an der Haut, so soll der Priester ihn für unrein erklären, denn es ist die Aussatzplage. Bleibt aber der weiße Fleck an seiner Stelle stehen und greift nicht weiter um sich, so ist es die Narbe des Geschwürs und der Priester soll ihn für rein erklären. Die Priester sollten sehr genau achten und sehr präzise diese Anordnung durchführen, weil diese Frage der genauen Definition, der genauen Bestimmung des Aussatzes zeigen sollte, wie exakt und wie genau Gott auch im Umgang mit Sünde ist. Und wenn jemandes Fleisch an der Haut eine Brandwunde erhält und es bildet sich am Mahl der Verbrennung ein weiß-rötlicher oder weißer Fleck. Und wenn der Priester es besieht und findet, dass das Haar an dem Fleck weiß geworden ist und dass er tiefer liegend erscheint als die übrige Haut, so ist es Aussatz. Er ist in der Brandwunde ausgebrochen. Darum soll ihn der Priester für unrein erklären. Denn es ist die Aussatzplage. Sieht aber der Priester, dass die Haare an dem Fleck nicht weiß geworden sind und dass er nicht tiefer liegend ist als die übrige Haut und dass er blass ist, so soll der Priester ihn 7 Tage lang einschließen. Und am 7. Tag soll der Priester ihn besichtigen. Hat es in der Haut weiter um sich gegriffen, so soll der Priester ihn für unrein erklären, denn es ist die Aussatzplage. Ist aber der Fleck stehen geblieben und hat in der Haut nicht weiter um sich gegriffen und ist blass, so ist es das Hautmal der Brandwunde und der Priester soll ihn für rein erklären, denn es ist die Narbe der Brandwunde. Wenn ein Mann oder eine Frau auf dem Haupt oder am Bart ein Mal hat und der Priester das Mal besieht und findet, dass es tiefer liegend erscheint als die übrige Haut und das Haar darin goldgelb und dünn ist, so soll der Priester ihn für unrein erklären, denn es ist Schorf, ein Aussatz am Haupt oder am Bart. Und wenn der Priester das Mal des Schorfes besieht und es nicht tiefer liegend erscheint als die Haut und es ist kein schwarzes Haar darin, so soll er den, der das Mal des Schorfes hat, 7 Tage lang einschließen. Und wenn der Priester das Mal am 7. Tag besieht und findet, dass der Schorf nicht weiter um sich gegriffen hat und kein goldgelbes Haar darin ist und der Schorf nicht tiefer liegend erscheint als die übrige Haut, so soll er sich scheren, aber den Schorf soll er nicht scheren. Und der Priester soll den Schorfigen noch einmal 7 Tage lang einschließen. Und wenn der Priester den Schorf am 7. Tag besieht und findet,
dass der Schorf auf der Haut nicht weiter um sich gegriffen hat und nicht tiefer liegend erscheint als die übrige Haut, so soll ihn der Priester für rein erklären und er soll seine Kleider waschen und erst rein. Greift aber der Schorf nach seiner Reinigung weiter um sich auf der Haut und der Priester besieht ihn und findet, dass der Schorf auf der Haut weiter um sich gegriffen hat, so soll der Priester nicht mehr untersuchen, ob die Haare goldgelb sind, denn er ist unrein. Es war der Priester, der entschieden hat, ob eine Person rein oder unrein ist. Es ist unser hoher Priester allein, der wirklich unser Herz kennt, der alle Dinge genau beurteilen kann, wie sie wirklich sind, der jeden Fall ganz differenziert betrachtet, der nicht alles über einen Kamm schert und der uns genau anschaut und der dann mit absoluter Zuverlässigkeit sagen kann, ob unser Herz rein oder unrein ist, ob wir mit ihm gehen oder in Sünde leben. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du das Thema Sünde nicht leichtfertig nimmst, weil du siehst die ansteckende Gefahr, die von der Sünde ausgeht. Und du möchtest um alles in der Welt die Sünde eindämmen und schlussendlich völlig beseitigen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du in unserem Leben uns zeigst, wo wir in Sünde leben, wo wir Dinge tun, die falsch sind, die auch andere Menschen noch zur Sünde anstecken und anstiften. Herr, offenbare du uns das, damit wir durch deine Gnade und durch deine Kraft das überwinden dürfen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.